Hallo und herzlich willkommen bei Selbermachen. Heute gibt's Pflaumenklöße. Pflaumenklöße werden mit gekochten Kartoffeln gemacht und schmecken lecker zu allen Fleischgerichten, wo es viel Soße gibt, wie zum Beispiel Rippchen. Wir werden heute für 7 Personen kochen und hier werde ich schon mal ca. 2 Kilogramm Kartoffeln aufkochen und die werden später, wenn sie abgekühlt sind, weiterverarbeitet. Für den Kloßteig brauchen wir neben 2 Eigelb etwas Mehl und Kartoffelmehl und die 2 Kilogramm Kartoffeln. Wobei es, glaube ich, keine Rolle spielt, ob die vorwiegend festkochend sind oder weichkochend. Die Kartoffeln werden in einer sogenannten flotten Lotte durchgedrückt und auf das Holzbrett verteilt, sodass sie nochmal abkühlen können. Dann wird dieser Kartoffelbrei zusammengeschoben. In der Mitte wird eine kleine Kuhle gemacht und darin kommen dann die Eigelb. Dann nehmt ihr etwas Kartoffelmehl und richtiges Mehl. Ich verwende hier ca. 150 Gramm von dem Kartoffelmehl und mindestens genauso viel von dem normalen Mehl. Das müsst ihr ausprobieren, damit der Teig dann nachher ungefähr so handlich wird, wie er hier im Video zu sehen ist. Der Teig wird ordentlich durchgeknetet. Dann müsst ihr mal gucken, ob da noch ein bisschen Mehl dazu muss, sodass der Teig dann nachher sich schön zu einer dicken Rolle zusammenrollen lässt. Die Rolle muss wirklich griffig sein und darf eigentlich auch nicht mehr kleben. Immer ein bisschen Mehl auf das Brett streuen, damit die Rolle nicht kleben bleibt. So, und immer darauf achten, dass die Rolle doch ziemlich gleichmäßig geformt ist. Das macht das Abschneiden der Kloßteile dann einfacher. So soll die Rolle dann aussehen. Jetzt werden am Rand kleine Stückchen abgeschnitten. Und zwar immer so viel, dass daraus der Kloß geformt werden kann. Im Endeffekt, je nach Pflaumengröße, sind das 90 bis 95 Gramm, die ihr dann braucht. So, das abgeschnittene Stückchen wird platt gedrückt, eine Mulde drin geformt. Dann kommt die Pflaume rein und in die aufgeschnittene Pflaume ein Löffel Zucker und Zimt. Ihr könnt das auch so machen, dass ihr die Pflaume zuerst in Zucker und Zimt einmal wälzt und dann reinlegt. Oder ihr könnt die Pflaume auch so reinlegen und dann in einen Löffel Zucker und Zimt in die Mitte hineingebt. Auf jeden Fall muss ordentlich Zucker und Zimt in die Mitte der Pflaume. Dann wird die Pflaume wieder zusammengedrückt und der Teig um die Pflaume herum geformt und schließlich rund gemacht, damit ein richtiger runder Kloß daraus entsteht. Jedenfalls muss der Teig um die Pflaume herum dicht geschlossen sein und darf keine Pflaume mehr durchscheinen. Sonst platzt das womöglich nachher auf. So, aber nicht jeder mag Pflaumen in den Klößen drin. Vor allen Dingen bei den Kindern ist das so. Und Zucker und Zimt ist auch nicht jedermanns Sache, sodass ihr auf jeden Fall für eure Gäste auch einige Klöße ohne Pflaumen in der Mitte machen solltet. Die Klöße kommen dann in einen großen Topf mit kochendem Salzwasser und
Dort lasse ich die Klöße erstmal aufkochen. Nach einiger Zeit kommen dann die Klöße an die Oberfläche. Dann wird die Temperatur ein bisschen reduziert und die Klöße ziehen noch ein wenig durch. Lass die Klöße nicht zu lange in dem Wasser, damit sie nicht aufweichen und auseinanderplatzen. So, hier seht ihr mal die anderen Klöße, die wir noch gemacht hatten. Die kamen dann am Schluss rein und die paar Klöße ohne Pflaumen in der Mitte. Die Klöße sollten beim Herausnehmen noch schön fest aussehen. Zu den Klößen isst man, wie gesagt, sehr viel Soße. Wir hatten Rippchen dazu und Kotelett mit viel Soße und bayerisch Kraut, das wir aus Spitzkohl gemacht haben. So, geschafft. Das Essen ist fertig, meine Gäste sind am Essen und ich werde es mir auch gleich schmecken lassen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ich sage guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.